In diesen Mittwoch, den 30. Juli 2014, geht's hinein mit Österreichs bester Musikmischung. Klassiker von Crowded House zum Beispiel gleich Don't Dream It's Over, gemischt mit aktuellem von George Ezra am Weg nach Budapest und Lady Gaga ist Born This Way. Christian Panni für Sie im Ö3 Nachrichtenstudio. Guten Morgen. Furchtbarer Geisterfahrerunfall in Oberösterreich. Zwei Kinder sind getötet worden. Der Geisterfahrer ist relativ unverletzt geblieben und hat einen Alkoholisierungsgrad von 1,4 Promille aufgewiesen. Klaus Scherleitner von der Polizei nach der Kollision bei Al-Hamming. Und auch diese Nacht hat Israels Armee dutzende Angriffe gegen den Gazastreifen geflogen. Das Ö3 Frühjournal. Wetter und Verkehr. Um Punkt am Punkt. Es ist 7 Uhr und vor 4,5 Stunden haben wir auf Ö3 diese Warnung gesendet. 2.29 Uhr, Achtung Autofahrer, das ist eine Geisterfahrermeldung für Oberösterreich. Wenig später hat es gekracht auf der Westautobahn bei Al-Hamming. Zwei Kinder sind getötet worden im Auto einer Familie aus Deutschland, mit dem der Geisterfahrer kollidiert ist. Ö3-Reporter Jürgen Freimuth ist kurz danach an der Unfallstelle gewesen. Jürgen, die Rettungsleute, die Feuerwehren, die sind ja Unfallszenarien leider gewohnt. Manche Bilder graben sich dann aber tiefer ein. Ja, Christian, die Feuerwehr hat nach dem Eintreffen zunächst auch noch eine Person aus dem Unfallwrack befreien müssen, schildert Gerald Lindinger von der Feuerwehr Satlet. Das war dann unser vorrangiges Ziel, neben der verletzten Betreuung, dass wir dann die Person aus dem Fahrzeug ausschneiden. Für uns natürlich eine ganz schwierige Sache, solche Einsätze zu bewältigen. Wenn man dann den Hintergrund des Unfalles weiß, dass das eigentlich Unschuldige wieder getroffen hat, ist das umso schlimmer. Die Einsatzkräfte von 2 Notarztwägen und 7 Rettungsautos haben die Versorgung der verletzten Personen übernommen. Für die beiden Kinder der deutschen Familie ist jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, sagt Rotkreuz-Einsatzleiter Paul Reintaler. Bei meinem Eintreffen habe ich einen der dramatischsten Unfälle erlebt seit meiner Zeit als Einsatzleiter. Es ist eine Familie betroffen mit einem PKW, 4 Personen, davon 2 Kinder. Der Unfall war so dramatisch, dass die beiden Jugendlichen vor Ort wiederbelebt worden sind und vor Ort leider auch verstorben sind. Wir konnten ihnen nicht mehr helfen. Die Eltern der beiden Kinder, auch der Unfallgegner, werden ins Krankenhaus jeweils nach Wels und auch nach Linz gebracht. Ja, und wenn man die beiden Unfallwracks sieht, muss man eigentlich von einem Wunder sprechen, dass es bei diesem Unfall überhaupt Überlebende gibt. Jürgen, hier wird ja noch vermessen und ermittelt. Was weiß man denn jetzt über den Unfallhergang? Zu dem Hergang und dem Lenker kann man sagen, dass der Mann rund 50 Jahre alt ist und aus dem Bezirk Gmunden stammt. Er eben gegen 2:30 Uhr früh relativ stark alkoholisiert als Geisterfahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen ist und dabei im Bereich Al-Hamming gegen das Auto der richtig fahrenden Familie aus Deutschland geprallt ist. Reporter Jürgen Freimuth nach dem fatalen Geisterfahrerunfall heute Nacht in Oberösterreich. Im Fußball nimmt Meister Red Bull Salzburg heute den nächsten Anlauf, endlich die Gruppenphase der Champions League zu erreichen. In Aserbaidschan geht es heute gegen Meister Karabach. Und Ö3-Reporter Daniel Kulowitz, so weit wie jetzt war das Tor in die Champions League wohl noch nie offen. Bereits zum 7. Mal nimmt Red Bull Salzburg Anlauf, um in die Champions League einzuziehen. Einige Male ist man deutlich gescheitert, aber man war zum Beispiel 2007 schon mal so knapp dran wie noch nie. Da haben gerade mal 3 Minuten gefehlt. Heuer schickt man das wohl stärkste Team aller Zeiten ins Rennen. Die erste Hürde Karabach aus Aserbaidschan darf daher kein Stolperstein werden, weiß Verteidiger Frankie Schima. Jetzt ist, glaube ich, die Chance so groß wie nie. Erstmals gesetzt in der Champions League Qualifikation, das ist ein enormer Vorteil. Ja, wir haben trotzdem schwierige Gegner. Wir haben erwartet wirklich keine leichte Aufgabe. Auf uns, aber ja, wir sind momentan so von uns überzeugt, dass wir dieses Spiel schon auswärts vielleicht sogar gewinnen können. Das Hinspiel steigt im Bachramow-Stadion von Baku, ein Hexenkessel mit 30.000 Fans, Anpfiff 17.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am nächsten Mittwoch in Salzburg. Das Spiel heute live in ÖF1 und auch für 3, wie gesagt, ab 17.30 Uhr. Und das Wetter ist immer ein Auswärtsspiel. Christian Hundorf. Ja, aber auch diese Auswärtsspiele, dieser Wechsel aus Sonne und Regen ist für so manches gut. Also zum Beispiel den Gurken, den Tomaten und den Paprika hat dieses wechselhafte Wetter im heurigen Juli angeblich sehr gut getan. Heute allerdings kann es gut sein, dass die Schattenseiten des wechselhaften Wetters mehr in den Vordergrund rücken, weil es doch so viel regnen kann, dass auch kleinräumige Überflutungen und Muren möglich sind. Das heißt, die Feuerwehr wird da und dort etwas zu tun bekommen. In den vergangenen 6 Stunden hat es am meisten in Salzburg und Oberösterreich geregnet. 60 Liter pro Quadratmeter bereits in Golling, 45 Liter pro Quadratmeter in Mondsee. Das heißt, die Regenwochenmenge innerhalb